Portugal oder Spanien. Bei einer Flusskreuzfahrt mit Arosa könnt ihr beides haben. Während ihr mit eurem Schiff am Douro-Anleger im spanischen Vega de Teron liegt, könnt ihr, wenn ihr Lust habt, einen Ausflug nach Salamanca unternehmen. Eine Stadt mit beeindruckender Historie, die nicht umsonst von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Der Plaza Mayor gilt als schönster Platz Spaniens. Früher wurden genau hier sogar Stierkämpfe ausgetragen. Über 300 Muscheln zieren die Casa de las Conchas. Ich kann euch jetzt natürlich viel erzählen. Also wenn ihr euch selbst überzeugen wollt, dann müsst ihr schon nach Salamanca kommen und nachzählen. In Salamanca gibt es insgesamt 5 Klöster. Das San Esteban ist eins von ihnen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das hier tatsächlich eine Universität ist? Im Übrigen die viertälteste der Welt. Und irgendwo hier versteckt soll sich auch ein Frosch auf einem Totenkopf befinden. Eine alte Legende besagt, dass derjenige, der ihn findet, in Zukunft all seine Prüfungen bestehen wird. Werft jetzt mal einen Blick über meine Schulter und schaut ganz genau hin. Was ihr dort seht, ist nämlich nicht nur eine Kathedrale, sondern gleich zwei. Die beiden bilden einen gemeinsamen Gebäudekomplex, stammen jeweils aber tatsächlich aus dem 12. und aus dem 16. Jahrhundert. Salamanca als lebendige Kulturstadt ist eine tolle Abwechslung zur Fahrt durchs romantische Douro-Tal. Und irgendwie ist eben auch genau das das Besondere an der Route. Ihr habt an einem Tag die Fahrt durch wirklich beeindruckende Landschaften und schon am nächsten Tag so pulsierende Metropolen. Adios!